Ja, Max, über Trainingslager, Berge, schönes Hotel, gute Bedingungen. Was macht so ein Trainingslager eigentlich aus Manager-Sicht und auch aus Spielersicht? Ja gut, es ist so das erste Zusammentreffen, wenn der Kader komplett ist, mehr oder weniger, wenn Spieler, Verantwortliche alle wieder da sind, wenn die erste Phase, die erste Woche, wo ja doch sehr viele Jugendspieler dabei waren, jetzt alle Nationalspieler dabei sind, man gewöhnt sich aneinander, man lernt sich kennen, weil es doch ein kleinerer, größerer Umbruch war. Und ja, als Sportdirektor ist man dann einfach sehr, sehr nah dran. Man ist jeden Tag mit dabei. Man kann auch mal Gespräche führen nach dem Frühstück, vor dem Frühstück. Man kann es am Sport machen. Also es ist einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Für die Jungs sehr, sehr anstrengend, aber für uns eben eine sehr, sehr schöne Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Waren Sie als Spieler gerne im Trainingslager oder war es eine Zeit, die Sie nicht so genießen konnten? Ja, Genuss ist es definitiv nicht. Man hat zwar echt schönes Essen, man hat meistens eine wunderschöne Umgebung. Die siehst du aber nach dem zweiten oder dritten Tag nicht mehr, weil du dich von einer Trainingseinheit zur anderen schmeißt und dann noch ins Bett legst und ein bisschen ausruhst. Ich habe es eigentlich schon mal sehr genossen, weil es mir schön ist, mit der Mannschaft dann so eng zusammen zu sein. Aber man war dann auch froh, wenn wir wieder zu Hause waren. Ist das aktuell der intensivste Transfersommer, den Sie als Sportdirektor und Manager durchmachen in Ihrer Karriere? Ja, also ich persönlich ja. Es geht zwar nicht um mich, es geht immer um RB Leipzig, aber wie man sagen kann, wir haben, glaube ich, jetzt 16 oder 17 Transfer rein und raus gemacht. Das ist schon eine Zahl, die eigentlich eher ungewöhnlich ist für mich. Habe ich so noch nicht erlebt. Im Jugendfußball damals ja. Jetzt im Profifußball ist es doch eine sehr, sehr intensive Zeit, aber ich glaube, dass sie uns in Summe sehr, sehr gut und sehr, sehr ruhig gelungen ist. Ende Juli, wie zufrieden sind Sie unterm Strich bis jetzt mit dem Transferfenster? Gut, am langen Ende müssen es immer andere bewerten von außen. Am langen Ende zeigt sich es dann eben auf dem Platz, wenn die Bundesliga begonnen hat oder der Supercup mit dem ersten Pflichtspiel. Aber das, was wir uns im Kopf vorgenommen haben, haben wir umsetzen können. Wie gesagt, es war sehr, sehr intensiv. Es ist sehr, sehr viel passiert. Es wird sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viel spekuliert. Aber ich finde, dass wir da als Verein mit sehr, sehr viel Ruhe, mit sehr, sehr viel Gelassenheit und auch Zielgerichtetheit durchgekommen sind. Und ich muss sagen, jetzt im Trainingslager den Kader zu haben, im Trainingslager im Grunde, wenn jetzt nichts mehr Außergewöhnliches passiert, mit der Mannschaft dann in die Saison zu gehen, da kann man doch wieder Sport schon sehr, sehr zufrieden sein. Zwei Transfers jetzt mit Paris Saint-Germain, wie nimmst du die wahr als Verhandlungspartner? Da ist jetzt auch Umbruch. Wie war das so in der Kommunikation auch? Gut, muss ich auch fairerweise sagen, dass da ein sehr, sehr gutes Verhältnis besteht zwischen Olli Minzlaff und Herrn Nasser. Also die Beziehungen sind ja schon etwas länger, gibt ja schon mehrere Wechsel von PSG zu Leipzig und zurück. Dementsprechend war das sehr, sehr angenehm, sehr, sehr offen und auch wirklich kurzer Weg. Einer der Neuen ist der Luis Openda. Was bringt er mit? Was hat er für Qualitäten? Gut, wir haben bis jetzt gesehen, dass er sehr, sehr viel Tore machen kann, dass er eine sehr, sehr gute Schnelligkeit hat, einen großen Tiefgang hat, eine Unberechenbarkeit. Ich habe ihn selber auch zwei, dreimal gesehen. Und wenn er dann in Situationen kommt, wenn er dann 1:1 im Gegner steht, quasi im Stillstand und daraus beschleunigt, das ist schon außergewöhnlich. Er hat ein gutes Näschen, er hat Mut. Er ist jetzt nicht besonders groß und trotzdem kopfballstark. Er weiß, wo er in der Box hinzulaufen hat, wo im besten Fall die Flanken auch hinkommen sollen. Also für mich ein Stürmer, der uns auf jeden Fall weiterbringt, der sehr, sehr viel mitbringt. Natürlich nicht vergleichbar mit Christo, ganz anderer Typ. Aber ich bin auch nie einer, der Spiele miteinander vergleicht. Weil jeder Spieler bringt was Neues mit, jeder Spieler bringt ein neues Element mit. Und ich denke, dass Lolo, Luis sehr, sehr viele Komponenten mitbringt, die uns gut tun werden. Da nochmal anknüpfen an den Simons, ich glaube, so spricht man ihn aus. Die Fotos haben irgendwie Spaß gemacht, da hat man so das Gefühl gehabt, das ist ein ganz cooler Typ, irgendwie, wie er so posiert hat, auch mit Marco Rose, wo sie noch das Foto haben, wo er so hoch zeigt. Was ist das für ein Typ? Das ist ja schon ein Wunderkind, wird immer gesagt, er hat ja schon relativ früh auf Nike-Vertrag, so ein Paradiesvogel so ein bisschen, oder? Wie erlebst du ihn auch als Typ? Also ich erlebe ihn als total bodenständigen Typ, der total weiß, was er will. Und er möchte eine großartige Karriere als Fußballer machen. Das ist das, wie er glänzen möchte, was er machen möchte. Dafür hat er einen ungewöhnlicheren Weg vielleicht als andere bisher. Aber er hat immer sehr, sehr kluge Entscheidungen gefällt in seiner Karriere bisher. Und ich denke, die Entscheidung war auch sehr, sehr gut, weil er zu einem Verein kommt, der genau dieses nächste Level für ihn bedeutet. PSV Eindhoven war ein großartiger Schritt für ihn. Jetzt kommt er in die Bundesliga, spielt Champions League, will was Großes erreichen mit uns, will sich weiterentwickeln, will uns vor allem helfen mit seiner Spielweise. Dementsprechend ist das von außen betrachtet, ja, das ist das, was natürlich sehr viele Menschen wahrnehmen. Ich als Sportdirektor nehme ihn als Fußballer wahr und da ist ein großartiger Fußballer mit großartigem Potenzial.